Hallo und willkommen zurück zu Star Wars Battlefront 2 Wustwars. Und schon geht's los, ohne viel zu reden. Willkommen zurück, Miko. Wir müssen eine Verbündete von meiner Heimatwelt Vardos zum Admiral bringen. Das Ziel ist Protektorat Gleb. Das ist eine Beamtin, die früher Agent Hask und mich betreut hat. Ich weiß nicht, was das mit der Operation zu tun hat, aber ich muss dem Admiral trauen. Springen Sie nach Vardos. Das ist die Dauntless. Die haben wir gerettet auf Fondor. Was macht sie hier? Sie liefert Fracht aus. Sie hatte die Satelliten an Bord. Moff Wraith sagt, die Satelliten wären für Operation Asche. Verrät uns aber das Ziel nicht. Der Admiral auch nicht. Jetzt weiß ich warum. Satelliten sind justiert, Sir. Exzellent. Ich habe Sie nicht gerufen, Commander Versio. Vardos ist unser Ziel. Eins davon, ja. Aber der ganze Planet und sein Volk, sie sind dem Imperium treu. Der Imperator befiehlt es. Wir vernichten diesen Planeten und andere Folgen. Furcht wird sich verbreiten und die Galaxis wird sich erinnern, wer die Kontrolle hat. Es ist unsere Heimat. Das Imperium ist unsere Heimat! Und wir tun, was der Imperator befiehlt. Ich nehme keine Befehle von Toten an. Du nimmst Befehle von mir an! Aktiviert die Satelliten sofort! Fliegen Sie nach Vardos, und zwar auf der Stelle. Holen Sie Protektorat Gleb. Sie ist Ihr einziges Ziel, verstanden? Das ist alles. Das ist alles. Kontaktieren Sie Agent Hask auf der Corvus. Ich muss mit ihm sprechen, und zwar unverzüglich. Protektorat Gleb im Archiv. Mir nach. Wissen Sie noch, wo es lang geht, Commander? Ich habe ein gutes Gedächtnis, Agent. Dieser Sturm ist unnatürlich. Ich habe sowas noch nie gesehen. Die Bewohner müssen Todesangst haben. Das ist erst der Anfang. Wenn die Leute sehen, was wir getan haben, wird diese Angst sich durch die Galaxie verbreiten. Ich kann nicht in meinem eigenen Schiff abreisen. Aber warum evakuieren wir die Zivilisten? Erst von Vardos abreisen, wenn sie eine Freigabe haben. Sind. Warum? Entweder. Ich gehöre auch zum Imperium. Unsere Leute gehen vor. Das sind unsere Leute. Diese Welt gehört zum Imperium. Wir sollten sie beschützen. Ich gehe. Nein, sie bleiben. Trooper, erschießen Sie den Mann. Seit wann wird mit dem Imperium diskutiert? Also ich muss sagen, das sieht schon richtig schön aus.
2B vor der Abreise prüfen. Meine Nachbarschaft ist überflutet. Sowieso schon aufgewacht. Ja, ich auch nichts sagen. Lass uns doch wenigstens in Paris. Zivilisten, unser Sturm ist zu viel. Was machen wir? Ich glaube, wir können nichts machen. Nicht bei diesem Wind. Einfach schießen, alle abschießen, die rein wollen. Ziel erreicht. Bewegung, Glenn. Jetzt gibt sie mir auch noch Befehle. Wunderbar. Wow. Der gehört zu mir. Die anderen bleiben hier. Sie sind unwichtig. Los. Commander. Sie haben ein Schiff in Landebucht 2. Dort sind Sie in Sicherheit. Gehen Sie los. Los! Wow, was soll das? Nein! Stopp! Das ist nicht unsere Mission. Waffe runter. Schon okay, wir bringen sie weg. Los. Nein. Komm, warte sie. Ich bin ihr Commander. Waffe runter. Aiden, unsere Befehle sind klar. Wir sollen Protektorat Gleb hier rausholen. Allein. Die Zeiten ändern sich. Sehen Sie sich doch um. Erkennen Sie das Imperium eigentlich überhaupt noch wieder? Del, bitte tu das nicht. Tu es nicht. Das Imperium muss Zivilisten vor sowas wie Operation Asche schützen. Das ist das neue Imperium. Wenn das das neue Imperium ist, dann will ich nichts davon wissen. Ich befolge die Befehle meines Commanders. Sind das deine Befehle? Sind sie das? Denn in dem Fall ist das ihr Verrat! Sind das deine Befehle? Ja. Ich hab meine. Die Waffe runter. Ungehorsam wird dein Untergang sein. Admiral Versio. Commander Versio. Und Agent Miko haben die Mission verraten. Tut mir leid. Habe verstanden. Bringen Sie mir Gleb. Das ist Ihre Mission. Ich werde mich um die Verräter kümmern. Boah, schockierend. Auf der anderen Seite des Platzes ist ein Durchgang. Ich muss jetzt nur noch auf Hooper schießen. Tja, kein Pizza-Essen mehr in der Kantine zusammen. Nichts daran hat mir gefallen. Aber es war notwendig. Sie hätten uns getötet da. Schon okay, Commander. Gehen wir. Los jetzt, in den Durchgang. Hacken! Wir müssen zur Corvus und raus aus imperialem Herrschaftsgebiet. Sie haben Ihren Vater gehört.
Vorher schießen sie uns ab. Dann müssen wir die Flugabwehrkanonen ausschalten. Oh, das sieht übel aus. Ganz ruhig, Nico. Die Zivilisten auf der Corvus verlassen sich auf uns. Wir haben keinen imperialen Funk. Die Corvus wird nicht mal wissen, dass wir kommen. Uns fällt schon was ein. Jetzt bin ich hier auch noch ein Verräter. Oh nein. Beinahe Selbstmörder gewesen. Oh, die Waffe ist der Hammer. Ich hab das gehasst, ich wollte das nicht tun. Wir sind zum Tode verurteilt. Wenn wir nicht aufpassen, sind wir dran. Ja, Commander. Wir können die Flugabwehrsysteme vor uns abschalten. Okay, ich folge. Nein, 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 nein. Nicht sterben. Nein. Oh nein. Wechsel doch mal die Waffe. Sie schießen auf etwas. Fliehende Schiffe. Andere wollen sich auch in Sicherheit bringen. Hier entlang. Ganz ruhig, dann bemerken sie uns nicht. Ja, schon komisch, dass sie die Leute nicht abhauen lassen, die den ganzen Schiff haben. Komisch. Trotzdem gefällt es mir nicht, dass ich das Imperium verrate. Schau mich ab! Gebiet schocken. Was ist denn der andere? Da oben. Und mitten ins Gesicht rein. Wow, das hat einen richtigen Wumms gehabt. Habe ich. Da spiel damit. Oh, so weit weg. Nee, doch schon alle tot. Da ist der Kampfläufer. Die Kanonen sind stark genug, um die Flugabwehr fertig zu machen. Genau. Und wenn wir die Zielschüssel zerstören, deaktivieren wir die Flugabwehr im Sektor. Oh, der wird ja noch bewacht. Oh, das ist mein Spielzeug. Das auch. Oh, ein paar Lackkratzer hat er ja schon. Hey, wir haben wieder Imperial Funk. Geben Sie mir die Corvus. Kommando, so, jetzt geht's ab. Die Zivilisten sind jetzt hier beim Schiff. Feuer! Die Corvus abriegeln. Hask wird Truppen schicken, um die Corvette einzunehmen. Ja, Commander. Noch sagen.
Vorsicht, Sturm. Ich sehe die Flugabwehr. Warum? Zerstört. Weg damit. Ist es zerstört? Nee, noch nicht jetzt. Wie weit ist der Admiral treibt? Ah, mein Ameisen. Seine Befehle sind Müll. Unsere auch. Wir müssen die Zivilisten von Vardos wegbringen. Und was dann? Erstmal verlassen wir das imperiale Gebiet, dann überlegen wir uns einen Plan. Oh, die trocken. Mann. Bitte. Zerstört. Nimm das. Da, die Hauptzielschüssel. Wenn wir sie zerstören, sind alle Geschütze im Sektor deaktiviert. Ausschalten. Ich bringe uns zur Korps. Feuererlaubnis für die Schüssel. Die kleinen Arme sind nicht für die Schüssel. Ja, ich mach ja schon. Der uns dafür gerade Mittelfinger gezeigt. Weg damit! Ein Arsch! Geschafft! Waffen in diesem Sektor sind deaktiviert! Los zur Korbis! Wir verlassen Vardos! Ich bringe uns möglichst nah hin! Oh, Spieler da nicht mehr schützen! Jetzt aber! Eine Barrikade blockiert unseren Weg! Oh, wie die wegfliegen. Das ist so geil. Alle, die kleinen Ameisen da unten. Gute Arbeit, Commander. Was ist denn jetzt hier noch? Oh, außer Reichweite. Commander, Sie müssen die Wand zerstören. Wir haben es fast geschafft. Könnt mir nicht entkommen. Schön getroffen. Nein, der war neu. Die kann sich schon den Schaden übernimmt. Ja, Commander, aber der Blitz schießt unsere Systeme kurz. Es könnte etwas dauern. Unsere Besatzung wird angegriffen. Nee, ich möchte meine Waffe behalten. Die schöne. Oh. Was seid ihr denn alle? Feuerwehr!
aufzuhalten. Ich muss nur in die Chorus. Dann fliege ich uns hier raus. Boom, schön getroffen. Na. Das war ich. Jawohl. Oh nein, ach Mann, ey. Warum springt denn der nicht über so einen kleinen Huckel rüber? Oh, das ist ja schlimm. Nein, ich will jetzt hier nicht. Ich will nochmal spielen. Na, jetzt läuft's doch schon viel besser. Wie kommen denn da noch? Das ist der Wahnsinn. Das war ich diesmal nicht. Genau, rin. Los, lass ihn zurück, der ist verwundet. Agent Hask berichtet. Mission erfolgreich, Sir. Meinen Glückwunsch, Commander Hask. Nicht völlig allein. Ein Teil der Crew ist geblieben. Sie hat die Flüchtlinge vor den anderen beschützt. Wie geht's Ihnen? Geschockt.
verwirrt. Aber in Sicherheit. Sie wollen wissen, wie es weitergeht. Wir müssen die Leute warnen. Wen? Die Rebellen? Die werfen uns ins Sunspot-Gefängnis, bevor wir auch nur ein Wort sagen können. Darum sollten Sie einfach die Corvus nehmen und abhauen. Ich nehme einen TIE-Jäger, setze ein Notsignal ab und warte, bis die Rebellen mich finden. Glauben Sie wirklich, ich lasse Sie hier alleine herumtreiben? Wir sind der Inferno-Trupp. Sie und ich. Hier ist Aigen Versio von der Imperialen Corvette Corvus. Ich sende ein Notsignal für die Rebellenallianz. Wir ergeben uns. Kontaktiert sofort den General. Du hältst es für eine Falle und bringst sie trotzdem an Bord? Du willst immer, dass ich Risiken eingehe. Was Unverantwortlicheres konnte ich nicht tun. Sehr gut. Hallo. Ich bin General Lando Calrissian. Und Sie müssen diese Überläufer sein, von denen ich gehört habe. General, wir haben Ihren Leuten schon alles gesagt, was wir wissen. Gehen wir ein Stück. Okay. Was war das? Eine schlechte Idee. Erzählen Sie mal. Schriftlord, Sie sind imperiale Spione. Und was glauben Sie? Dass Sie Angst haben. Um Ihr Leben rennen. Sie haben uns gute Infos zur Operation Asche gegeben. Ich habe dafür 2 Sternenjäger. Nur für Sie. Was? Sie lassen uns gehen? Ganz richtig. Fangen Sie einfach von vorne. Wo Sie uns überwachen. Dafür sind wir zu beschäftigt. Wir wissen, dass Operation Asche nach Naboo unterwegs ist. Sie müssen sich stoppen. Wir kriegen das schon hin. Nein, das Imperium verändert sich und mit ihm seine Taktiken. Gut, warum kommen Sie nicht mit? Retten Sie Naboo. Wir wollen keine Rebellen werden. Das verlangt auch niemand. Das ist ein einmaliges Angebot. Sie können jetzt gehen oder Sie helfen uns. Sie vertrauen uns, an Ihrer Seite zu kämpfen? Was soll ich sagen? Ich glaube fest an eine zweite Chance. Kommen Sie, ich zeige Ihnen Ihre Schiffe. Wir können nicht mal X-Flügler fliegen. Kein Problem für eine Spezialeinheit. Was ist die Alternative, Aiden? Also, ich brauche eine Entscheidung. So, und das war's auch schon wieder mit der Folge Star Wars Battlefront 2 Wuss Wars. Tja, wenn ihr wollt, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder.